Guten Tag und hallo zu meinem neuen Video. Dieses Video handelt von dem Buch Ernst Ottwald, denn Sie wissen, was Sie tun, ein deutscher Justizroman. Das Buch erschien zuerst 1931 und ist von der Büchergilde 2018 neu aufgelegt worden. Die Buchausgabe der Büchergilde enthält eine zeitgenössische Kritik von Kurt Tucholsky und außerdem biografische Anmerkungen zum Autor. Denn Sie wissen, was Sie tun, ist meiner Ansicht nach ein Buch zur rechten Zeit. Es ist hochgradig verdienstvoll, dass die Büchergilde dieses Buch dem Vergessen entreißt und in die aktuellen Debatten um Faschismus und die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, einspeist. Dieses Video ist Teil einer kleinen Serie darüber, wie der Nationalsozialismus während der 20er und 30er Jahre geistig-kulturell Platz griff und es möglich wurde, dass Nationalsozialismus und Faschismus in der Weimarer Republik schließlich die Oberhand erlangten. Was ist die Aufgabe der Justiz in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat? Wie halten es die Eliten mit der liberalen Demokratie? Und wie werden Juristen zu kritischen Staatsbürgern ausgebildet? In der Spätphase der Weimarer Republik erklärt Ottwald mit seinem Roman, der vielfach an Tatsachen und echte Vorkommnisse anknüpft, wie es dazu kommen konnte. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, besteht die Gelegenheit, natürlich immer, aber vor allem auch jetzt, zu abonnieren, die Glocke zu drücken, auch ein paar Likes und Kommentare dazulassen, worüber ich mich sehr freue. Ich möchte in dem heutigen Video vier Punkte vertiefen. In gewisser Hinsicht ein typischer deutscher Student dieser Zeit. Das Buch handelt von der Frage der Gerechtigkeit, die sich im Lauf des Textes und im Lauf der fortschreitenden Zeit zur Frage von Recht und Gesetz verändert. Es geht auch und nicht an letzter Stelle um Bürgerlichkeitsvorstellungen und Männlichkeitsbilder. Und schließlich geht es um die Frage, wie verhält sich ein Staatsdiener? Vier zentrale Punkte, die das Buch insgesamt auch heute noch sehr lesenswert machen. Hauptfigur des Romans ist Friedrich Wilhelm Dickmann. Er ist Sohn und Enkel von Juristen und hat es im Ersten Weltkrieg bis zum Leutnant gebracht. Vom Frieden überrascht und um eine militärische Karriere betrogen, beginnt er Jura zu studieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die das Buch treffend schildert, findet er doch noch Gefallen am Stoff und hängt sich sozusagen rein und macht juristische Karriere. Doch bevor es soweit ist, findet er Gefallen am studentischen Verbindungsleben und, wie das in der damaligen Zeit so üblich war, sammelt er als Bürgersohn voreheliche Erfahrungen in den unteren Kreisen. Das Mädchen starb an den Folgen einer unsachgemäß vorgenommenen Abtreibung. Man hat den Eindruck, dass sich seit den Tagen von Dietrich Hässling kaum etwas geändert hat, auch wenn der Kaiser inzwischen im holländischen Exil sitzt. Die in dem Buch vielfach geschilderten Eliten, Beamte, Richter, Professoren sind geistig noch nicht in der Republik angekommen. Und dies wird anschaulich beschrieben. Ich möchte eine Stelle vorlesen. Er hört Staatsrecht bei einem berühmten Professor, der manche Kommentare und Monographien geschrieben hat. Ein ehrwürdiger alter Gelehrter, man kennt seinen Namen, Geheimer Rat, Doktor dreier Fakultäten. Wie beruhigt Dickmann ist. Er trampelt begeistert Beifall, wie er den Professor über die neue deutsche Reichsverfassung vortragen hört. Meine Herren, es gibt einen gewissen Hugo Preuß. Der ist hier Professor an der Handelshochschule. Bedenken Sie, an der Handelshochschule. Der hat die Reichsverfassung geschrieben. Die Reichsverfassung ist teilweise Ernst, teilweise Bierzeitung. Wenn ich mir eine lustige Stunde verschaffen will, lese ich hier und da in der Reichsverfassung. Der Professor wartet, bis der Beifallssturm sich etwas legt. Dann sagt er mit todernstem Gesicht. Wir kommen jetzt zu der sogenannten Präambel der Verfassung. Passen Sie hübsch auf, meine Herren, damit Sie wissen, wie man es nicht machen soll. Und kreischend, die Hände zu jüdischem Mauschen gespreizt, deklamiert der Geheimrat ironisch, das deutsche Volk einig in seinen Stämmen. Dickmann, der dem Bürgertum entstammt, Traditionen und Pfaden folgt, meist ohne groß darüber nachzudenken, findet sich in dieser Welt wieder. Er war Soldat, wird Chorstudent, Rechtsreferendar, beginnt dann den Justizdienst, macht eine durchschnittliche Karriere. Er heiratet. Die Ehe ist kein Vergnügen, sie ist eine Pflicht, die ein deutscher Mann zu erfüllen hat, ernst und entschlossen. Ich komme nun zu dem Punkt Gerechtigkeit oder Recht und Gesetz.
Das Buch schildert den Übergang von einer recht diffusen, unkonturierten Gerechtigkeitsvorstellung des jungen Studenten, die sich im Einfluss des weiteren Fortschreitens der Zeit dann wandelt, beim Repetitor, im Referendariat und dann in der beruflichen Praxis. Natürlich wird er mitunter an die eigenen Verfehlungen stechend erinnert, an die Schuld, die er auf sich geladen hat. Aber als Basso Continuo zieht sich eine Überlegung durch den gesamten Text. Die Rede ist von den Dingen, an denen doch nichts zu ändern ist. Und all die Selbstbefragungen und Selbstbezichtigungen kann Dickmann immer wieder mit dieser Formel beenden. Bequem für ihn selbst. Als arrivierter Richter bilanziert Dickmann 1931, Zitat, gelegentliche schlechte Laune kann man erfolgreich bekämpfen mit erprobten Formeln. Strafe muss sein. Oder Kunstfehler kommen überall vor. Und in besonders schwierigen Situationen hilft die empörische rhetorische Frage, wo kämen wir denn sonst hin? Als Student, der ein Mädchen schwängerte und sie dann sitzen ließ und mit der Abtreibung, an der sie starb, alleine ließ, bedenkt er seine Situation wie folgt. Im ungewissen Nebel von Selbstbedauern und Betrunkenheit erscheint er sich selbst bald als ein schlichter und männlicher Märtyrer der Gerechtigkeit. Die Begriffe von Recht und Gerechtigkeit beginnen sich bei Dickmann zu klären. Zumindest verlieren sie ihr Gewicht. Als fortgeschrittener Student begreift Dickmann dann die Rechtsmaterie und findet immer mehr Gefallen an der juristischen Arbeit. Dickmann, so heißt es im Text, liebt die Rechtswissenschaft. Aber er sagt nicht mehr Recht und Gerechtigkeit. Er sagt Gesetz. Das Gesetz ist die Gerechtigkeit und es gibt keine Gerechtigkeit außer im Gesetz. Allerdings, es gibt auch Gesetze, die nicht gut sind. Zum Beispiel die Verfassung der Deutschen Republik. Er macht eine Referendarstation bei einem Verbindungsbruder, der als teurer Scheidungsanwalt arbeitet. Der kaum verbrämte Zynismus, den er hier immer wieder erlebt, setzt Dickmann zu. Er versucht, sich gegen diese Anwandlungen, wie es heißt, abzuhärten und zu wappnen. Aber auch Jahre später, als er an einem Todesurteil gegen einen zweifachen Lustmörder mitwirkt, meldet sich sein Gewissen, meldet sich der Zweifel. Eine eindrucksvolle Statistik über Todesurteile der Jahre 1921 bis 1925 kann ihn nicht wirklich beruhigen. Schließlich ist er so unsicher geworden, dass er sich am helllichten Tage betrinkt und in der Psychiatrie landet. Ich komme zum nächsten Punkt, Bürgerlichkeit und Männlichkeitsvorstellungen. Im Referendariat bekommt er Kontakt zu einer Jüdin und Marxistin, die ihn durch ihre Weltbilder immer wieder erschüttert und auch seine eigenen Positionen zumindest zum Teil in Zweifel zieht. Dies wird aber nicht wirklich nachhaltig, vor allem auch deswegen, weil der besorgte Vater Dickmanns einschreitet und ihn vor weiteren Anfechtungen bewahrt. Er schickt den Sohn, bevor sich dieser endgültig zum unsicheren Kantonisten entwickelt, unmittelbar nach dem Assessorexamen in die Provinz, dass er über hinreichende Beziehungen verfügt, kommt ihm hier natürlich sehr zugute. In der Provinz verkehrt Dickmann dann in der richtigen Gesellschaft. Vergessen ist das kurze Erschrecken, als er von seinen neuen Lebensumständen erfuhr und ihm kurzzeitig die treffenden Verse von Franz Wedekind in den Sinn kamen. Bald wird er dann Doktor Juris, Amtsgerichtsrat und verehelicht und was seine rechte Ruhe ist, das vergisst er so allmählich. So ist es natürlich, so wird es, aber Dickmann hat genug Möglichkeiten, seinen bisherigen Lebenswandel zumindest teilweise fortzusetzen. Das Tier im Manne kommt im Buch immer wieder vor. Ein Landstreicher vergewaltigt und tötet eine Dame aus Perkelau. Und Dickmann begeht fortgesetzten Ehebruch mit der Frau des homosexuellen Landrats. Nachdem der Landstreicher auch noch ein Mädchen überfällt und umbringt, wird er verhaftet und die Justiz nimmt sich seiner wegen zweifachen Lustmords an. Er wird wegen zweifachen Mordes zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dickmann vergewaltigt eine Angestellte seiner Zimmerwirtin in der Nacht vor der Hinrichtung. Schließlich der Punkt des Staatsdieners, der für das Buch, aber auch für die Wirklichkeit der damaligen Zeit natürlich besonders entscheidend ist. Dickmann hält nichts von dem Staat, dem er später einmal dienen wird, jedenfalls nichts in seiner augenblicklichen republikanischen Verfassung. So findet ihn der Kapp-Putsch am 13. März 1920 auf dem Platz, auf den er gehört. Die Studenten seiner Verbindung stellen ein Freikorps an. Dickmann schließt sich an, und zwar, so heißt es, stolz und freudig. Denn Dickmann will seinen Teil beitragen zur Errettung Deutschlands von der Herrschaft der Novemberverbrecher. Schlussendlich ist er in diesem Zusammenhang an der Erschießung von Arbeitern beteiligt. Er befragt sein Gewissen und findet, dass er zwar unbedacht gehandelt hat, die Arbeiter aber zum Zusammenbruch des Kapp-Putsches beigetragen haben.
Deswegen haben Sie Schuld auf sich geladen. Er, Dickmann, kann angesichts dieser Kombination ein gutes Gewissen haben. Dementsprechend wird er, wie auch die anderen Täter, vom Gericht freigesprochen. Der Prozess ist zwar eine Farce, aber Dickmanns gutes Gewissen und seine vaterländische Gesinnung bleiben unverändert. Dieses Verbrechen, diese Schuld, mit der er sein Leben lang immer wieder hadern wird, kann er aber stets auf die gleiche Weise, vor allem durch den erfolgten Freispruch, beilegen und für sich in eine positive Erzählung ummünzen. Es beruhigt den Studenten Dickmann, dass die Verfassung, Zitat, von keinem ernstzunehmenden Menschen anerkannt wird. Zitat Ende. Im Mai 1925 besucht er das Reichsgericht im Rahmen des dort stattfindenden Checker-Prozesses. Sein Vater ist dort zum Beisitzer berufen, das Reichsgericht atmet noch die Luft des Kaiserreiches. Der Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik tagt unter den Porträts von Wilhelm II. Und Friedrich III. Dickmann kommt ins Grübeln, ob die Richter die Republik, die Kommunisten, die in diesem Prozess angeklagt sind, abschaffen wollen, wahrhaft verteidigen können. Habitus, Gerichtssaalsatmosphäre und vor allem eine für ihn ungewohnt parteiliche Prozessführung lassen eine Reihe von Zweifeln aufkommen. Allerdings wischt er diese am Ende wie immer beiseite. Als er dann in Pergelau ist, wo immer noch das Fluidum des Kaiserreiches waltet, ist es für ihn einfacher, keine Zweifel mehr zu hegen. Ein weiteres Beispiel, als es zu neueren Problemen kommt und erwogen wird, gegen die Reichswehr vorzugehen, da heißt es in dem Buch, die republikanische Reichswehr ist nun einmal monarchistisch bis auf die Knochen. Der Amtsgerichtsrat Dickmann kann wirklich nicht einsehen, warum der Oberreichsanwalt vor dieser simplen Tatsache die Augen verschließen sollte. Einen General unter Anklage stellen, das wäre ebenso merkwürdig, als wenn man die Ortsgröße, den Grafen Barnim, wie einen gewöhnlichen Angeklagten behandeln wollte. In Berlin der späten 1920er Jahre herrscht für Dickmann eine ganz ungewohnte Gesprächsatmosphäre. Zitat, das Erstaunlichste ist, dass es unter den Richtern und Staatsanwälten Männer gibt, die in solchen politischen Gesprächen sich für die Republik und nicht für die Diktatur entscheiden. Mein Fazit, das Buch ist gut und überzeugend erzählt. Es gibt die Haltung und Gleichgültigkeit der eigentlich staatstragenden Eliten sehr gut wieder und veranschaulicht das Vakuum, in das die Nazis dann erfolgreich vorstoßen konnten. Der besondere Kunstgriff besteht darin, dass Dickmann immer wieder mit sich ringt und herauszufinden versucht, warum manche Dinge sind, wie sie sind, obwohl sie seiner Vorstellung nach eigentlich anders sein sollten. Und trotzdem kann er sein Gewissen immer wieder beruhigen. Am Ende wird er so weitermachen wie alle anderen auch. Und die dumme Sache von damals hinter sich lassen. Obwohl sie wissen, was sie tun. Mit diesem Satz endet das Buch. Wir wissen, was danach kam. Was tun wir heute?